Okay, damit sind wir wieder hier und wir können ja eigentlich, haben wir ja gesehen, eigentlich direkt durchgehen, ohne zu kämpfen. Deswegen wählen wir gleich den Sturmherrscher aus. Und ja, was ich festgestellt habe, ist, wenn man es einfach lang genug drückt, lädt man das schöne Schwert hier auf und kann dann so kämpfen. Das ist, ich war vielleicht eine halbe Sekunde oder sowas zu langsam, was das anging, oder hab nicht lang genug gewartet, so muss man sagen. Ging es hier nicht runter? Ach da, okay. Ich habe vielleicht eine halbe Sekunde oder sowas. Man müsste es echt mal zählen, wie lange ich noch hätte gebraucht oder noch gebraucht hätte, bis es wirklich aufgeladen wäre. Aber ich dachte eigentlich, dass ich schon lang genug gemacht hätte. Na gut. Au, wieso hat mich das jetzt getroffen? Das trifft mich doch sonst nie. Bin ich langsamer mit dem? Spring, danke. Ich habe doch jetzt noch meine schnelle Rolle, oder? Ja, okay. Weil ich ja die Handschuhe gewechselt habe. Hätte mich gerade gewundert, wie lange braucht das eigentlich oder wie lange geht das eigentlich? Ich hoffe, ich kann das so einfach wieder aufladen. Ansonsten habe ich ein bisschen ein Problem, wenn es dann mitten im Bosskampf einfach zu Ende ist. Oh, hi. Okay. Und damit gehen wir wieder zu Yorm. Ah, und erledigen wir endlich. Meine Güte. Yorm, old friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Ach, krass. Er ist der Dings, er ist der Freund. Es hieß ja, einem alten Freunden und, also den Gottlosen und einem alten Freund. Wie geht das jetzt? Au, okay. Er hat es gerade eben gemacht. Okay, ich könnte theoretisch auch ihn einfach kämpfen lassen. Nein, er macht es, nur ich irgendwie nicht. So, ah, guck mal. Nice. Ja, also. Fallen der Schaden. Oh Gott, der hat eine zweite Phase. Sigurd, mein Freund, stirbt nicht. Aber es war so klar, dass es eine zweite Phase hat. Nice. 3000 Schaden einfach. So schön. Au. Nein. Du wirst ihn nicht töten, Yorm. Du wirst ihn nicht töten. Yes. Es kostet halt die komplette Ausdauer. Das ist das Problem. Aber Er ist nicht unbedingt gefährlich. Yes, 2500 und nochmal 3000 Schaden. Yorm, du hast keine Chance gegen zwei von deinen Schwertern. Das ist so cool, dass er das zweite Schwert hat. Das habe ich ja die ganze Zeit schon gesucht. Das gefällt mir. Das war das Falsche. Das war ein bisschen zu früh, aber hey, Sigurd hat's. Weil es ist einfach, ich finde es einfach eine Sekunde oder sowas zu langsam. Ich brauche meine komplette Ausdauer, oder was? Au. Ah, jetzt habe ich es wieder. Und gleich nochmal. Das war's, Yorm. Sehr schön. Fürstnarsche und Seele von Yorm, dem Riesen. Wieso hast du dich jetzt schon wieder hingesetzt? 36.000, okay. Das ist nicht viel. Das ist gar nichts, wow. Aber Yorm war halt auch dementsprechend leicht. So. Haben wir erfüllt, oder? It seems I am in your debt once again. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, for a final toast. Und nochmal ein Siegesbräu. To your valor and my old friend Yorm.
Long may the sun shine. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. You are a true friend. Best of luck with your duty. Wir sind zurück in Lothric, aber wieso bist du, Prinz Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Becken der Gelübde. Okay. Stell das Becken bei der Statue des enthaupteten Ritters ab. Du bist definitiv ein enthaupteter Ritter, aber... Ach du, nö. Oh Gott. Tänzerin des Nordwindtals, aber ich hab doch noch... Könnt ihr vielleicht wenigstens mal kurz warten und mich meine Seelen ausgeben lassen und mein Schwert wechseln? Weißt, es ist jetzt nicht so, als hätte ich die große Wahl gehabt, hier hinzugehen. Ich wurde von Cutscene zu Cutscene geschwungen. Ich hab keine Heimkehrknochen hier, verdammt. Sie macht nicht so viel Schaden. Das ist sehr cool gerade eben. Tänzerin des Nordwindtals. Oh, stimmt, da war doch was. Genau. Da hieß doch, Fort vom Nordwindtal ist nie weit von der Tänzerin entfernt. Nicht wahr? Ja. Ah, verdammt. So knapp. So knapp, wie ich abgehauen wäre. Ich meine, ich könnte sie bestimmt besiegen. Ich mag diesen Boss jetzt schon, weil er einfach sehr ruhig ist. Der Boss ist sehr... Ich sollte sie vielleicht mal einspeichern. Dann spare ich mir Zeit. Oh nein, bitte nicht töten. Oh shit, das war so knapp. Schnell. Ich will ja gar nicht kämpfen. Ich will einfach nur weg. Gott. Dieses Spiel, ne? Es ist unbarmherzig in der Hinsicht. Auswahl. Nee, wa? Wie kann ich denn... Ach so, dafür muss ich ins Auswahlmenü gehen, nicht wahr? Ja, verdammt. So. Dankeschön, meine Güte. Ich mach das doch so selten. Ich meine, sie macht nicht so viel Schaden, aber sie hat wahrscheinlich auch eine zweite Phase, wie hier jeder Boss. Komm schon, go, 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 go. Na, danke schön. Wir waren ja auch unten noch gar nicht fertig. Wir wurden ja da weggezogen, so kann man sagen. Wir haben uns gerade noch mit Sigurd unterhalten. Und dann so, nö, du gehst jetzt weg.
Ach, hat die Tänzerin sie vielleicht getötet? Ist das das, was passiert ist? Also die komische, diese Priesterin oder was auch immer das war. Das wäre ja interessant. So, wir können ja eigentlich gar nichts machen. Wir haben keine weitere Asche gefunden, oder? Nö, okay. Er ist auch wieder nicht da. Nö, und bei dir brauchen wir jetzt ja 4 Titanitscherben, nicht wahr? Oder Brocken, genau. Das heißt, die Scholle bringt uns ja noch gar nichts. Ich weiß auch nicht, wo ich 4 Titanitbrocken herbekommen soll. Na, schauen wir mal. Jetzt können wir erstmal 2 Level abmachen. Ich denke, 2 Level sollten reichen. Halt, das dunkle Siegel brauchen wir ja nicht, zum Glück. Stimmt, wir haben ja auch noch die Glut. Das hilft ja auch dabei. So, wir haben jetzt Geschicklichkeit 28. Wir müssen aber endlich auch mal wieder hier Konstitution und Vitalität. Haben wir ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Ausdauer. Das könnte helfen bei dem Boss, weil er relativ schnell ist. Die Belastung, brauchen wir die unbedingt? Es ist schwierig zu sagen, ob wir die brauchen oder nicht. Damit könnten wir vielleicht eine neue Rüstung machen. Ich mach's das aber mal so und dann im nächsten Level das. So, wir können jetzt aber natürlich auch die nächste Dings abgeben. Die nächste Asche. Oder, ja, die nächste Fürstenasche. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so getriggert war, dass wir sie hätten töten sollen. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt nicht verpasst haben. Was wir jetzt erstmal machen können, ist die Kathedralenritterstulpen. Genau. Die passen ja noch locker, plus der Helm passt ja noch nicht. Da sind noch bei 71. Deswegen sollten wir das bald mal machen. Ich will das jetzt fast schon nicht tun. Wir können jetzt nochmal die Fürstenasche durchlesen, aber eigentlich sollten wir vielleicht zuerst die Tänzerin töten, wenn das schon so alles getriggert war. Vielleicht hätten wir da auch nicht rausrennen sollen. Na, schauen wir mal. Fürstenasche, zurückgelassen vom Riesen Jorm. Wenn die Riesen sich weigern, zu ihrem Thron zurückzukehren, so sollen sie als Asche zurückkehren. Der einsame Jorm wurde zu einem Aschefürsten, um die gottlose Flamme beizulegen. Obwohl er sich darüber im Klaren war, dass diejenigen, die ihn Fürst nannten, unaufrichtig waren. Okay. Wurde zum, um die gottlose Flamme beizulegen. Das heißt, er war auch bloß Fürst, weil er die Macht über die gottlose Flamme hatte. Aber er wusste, dass er theoretisch bloß so ein bisschen... Das ist alles irgendwie so. Gut, das Wolfsblut. Ich glaube, die wollten sich einfach bloß wieder zu ihrem Kampf zurückziehen, denke ich. Aber Aldrich war ja einfach bloß ein Fürst, weil er so mächtig war, weil er einfach Leute verschlungen hat. Und er wurde zum Fürst gemacht, weil er einfach die Macht über diese Flamme hatte. Das ist aber halt wirklich alles nicht so das, was... Fort? Ich dachte, da gibt's auch eine Dings, verdammt. Das ist aber jetzt halt alles nicht so wirklich heldenhaft, kann man sagen. Na, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir diesen Bosskampf jetzt vermasselt haben. Gibt's Bosskämpfe, die man in Anführungszeichen skippen kann? Oder wie könnte man es denn nennen? Oder wie nennt man es denn? Skippen passt da eigentlich nicht ganz. Die man überspringen kann, so kann man sagen. Aber eigentlich, es muss ja irgendwie weitergehen. Wir müssen ja über sie dann zum Prinzen kommen. Ich hatte schon die Angst, dass jetzt der Prinz gleich kommt. Aber ich hoffe doch mal, dass der noch sein eigenes Gebiet bekommt. So, gehen wir dort hoch. Dort sollte eigentlich nicht allzu viel Schlimmes auf uns warten. Zumindest nichts, was wir nicht bekämpfen können. Und dann oben halt die Tänzerin. Schauen wir jetzt mal. Ah, guck mal, ja, tatsächlich. Dort ist jetzt das Gebiet. Wir müssen jetzt theoretisch nochmal zu Jorm runter und dort das Leuchtfeuer aktivieren. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt notwendig ist. So, jetzt können wir uns doch mal gegen die Tänzerin wehren. Meine Güte. Hi, du, na? Hast du diesmal wieder was Besonderes oder bist du einfach bloß ein ganz normaler Boss? Du bist halt verdammt schwierig, weil du läufst so komisch. Dadurch komme ich extrem schwer hinter dich. Also hinter dich ist so eine blöde Sache. Du bist halt wieder so ein Biest vom Nordwindtal. Und ich habe das Gefühl, oh Gott, nein. Ich könnte sogar tot sein, ne? Ja.
Ja, es dauert bloß ein bisschen. Okay, sie kann mich einfach so packen und mir mal gut dreiviertel des Lebens rauben. Das ist ein bisschen eklig. Tja, schade, jetzt haben wir auch die Dings, jetzt haben wir auch massiv Leben verloren. Durch den Verlust unserer Glut. Das ist ein bisschen uncool, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil es war bisher kein Kampf. Sie hat mich zweimal getroffen, ich habe sie zweimal getroffen, sie hat mich auf ihr Schwert gesteckt und dann war ich tot. Das ist ein bisschen uncool. Ich meine, wenigstens ist der Weg nicht schlimm. Dafür könnte der Boss aber umso schlimmer werden, oder schlimmer als ich dachte, so muss man sagen. Ich hätte es nicht gedacht, dass der Boss wirklich heftig wird. Aber bloß vom Schaden, den sie gemacht hat. Aber so den Schaden, den sie gerade eben ausgeteilt hat, der war doch schon ziemlich hoch. Ja, das meine ich halt. Wenn sie mich packt und dann bin ich tot. Mehr oder weniger. Oh Gott, das war knapp. Also sie packt mich mit ihrer Hand. Das heißt, nicht an ihrer... Ja, nicht an ihrer Hand stehen. Toll. Und das macht sie halt so oft. Das ist ziemlich dämlich. Ein Boss, der einfach so oft Instant-Kill-Moves, also in Anführungszeichen Instant-Killer, man kann halt wenig dagegen machen. Aber ein Boss, der so oft das macht und das, wo man so schlecht ausweichen kann, das wird ätzend. Oh, und jedes Mal diese Ladezeit, die einfach ein bisschen zu lang ist. Weil ich weiß auch nicht, was er... Wahrscheinlich muss er das doch draußen laden, das ist das Problem. Hätten wir da nicht vielleicht noch irgendwie eine Tür oder Nebel machen können oder sowas, weil... Ich meine, hier diesen Bereich muss man jetzt ja wirklich nicht... Ja gut, okay, es ist doch schon viel, was man laden muss. Ist halt ein großes Gebiet. Auch wenn man nicht so viel erkunden kann, aber trotzdem so das, was man sieht und was so da ist, ist schon viel. So, ja, ist gut. Wenigstens da komme ich gut vorbei. Ja, probieren wir es halt nochmal. Wie gesagt, von ihrer Hand wegbleiben. Sie greift ja immer nach vorne, dann gehe ich jetzt mal in die Richtung. Ah, und schon durchschaut. Meine Gute, schon durchschaut. Ja, also in die Richtung ihrer Hand laufen, nicht weg von ihr. Weil sie schnappt theoretisch zum Schwert hin, aber nicht hinter sich. Na gut, sie kann dafür aber sowas machen. Es kann ein fieser Boss sein, muss es aber nicht. Sagen wir es mal so. Ja gut, okay, wenn sie natürlich jetzt so loslegt. Dann halt schon. Vor allem, ich muss halt angreifen, auch wenn ich manchmal denke, dass ich nicht treffe. Weil sie läuft einfach so komisch mit ihren... Also sie schleppt ihre Füße so komisch nach. Und da ist es schwierig dann, das genau abzupassen, wann ich dann jetzt treffen werde. Zweite Phase. Ist ja bloß eine Explosion. Aber da bleibst du ein bisschen stehen. Gut, das macht keinen Schaden. Das ist sehr angenehm. Oh, okay, das war sehr knapp. Ja. Immer wenn ich sie versuche, gerade eben anzugreifen, greift sie mich halt auch wieder an. Oh, das ist wohl eine zweite Phase, oder? Oh, sie hat zwei Schwerter. Oh, je. Ich meine, jetzt kann sie mich wahrscheinlich nicht mehr... ich bin nicht an dem... Ach, ich bin nicht an diesem Kerzenständer vorbei. Ich bin nicht gestorben? Okay, krass. Aber ich bin nicht am Kerzenständer vorbeigekommen. Was war das denn für eine dämliche Sache? Das war jetzt im höchsten Maßen unnötig. So, jetzt macht sie deutlich mehr Schaden. Aber... Sie braucht doch länger, um sich wieder zu erholen. Au. Das war ein bisschen uncool. Das war auch ein bisschen uncool. Ich habe noch genügend Tränke, das ist es ja. Ich darf nicht vergessen, dass ich ziemlich viel Tränke habe. Macht sie wieder den öfteren Wirbel? Nee. Aber sie springt. Okay. Oh. Na gut, damit war zu rechnen, weil das ist viel zu leicht zu durchschauen. Vor ihr? Das vielleicht so ein bisschen herausfordern? Na, es geht. Man kann sie so ein bisschen zu etwas zwingen.
Es fehlen aber bloß mehr oder weniger die Stellen zum Angreifen. Das ist das Problem. Man kann sie nicht wirklich sauber angreifen. Ah Gott, ich muss wieder in sie rein. Ja, verdammt. Es ist ein bisschen wie Sullivan. Von ihr weg ist schwierig. Das wird knifflig. Das wird sehr knifflig. Schauen wir mal. Die erste Phase sollte ich jetzt eigentlich raus haben, ohne allzu viel Schaden zu bekommen. Hoffe ich zumindest. Und in der zweiten Phase, ich glaube wirklich in sie reinlaufen, weil sie hat wenig Phasen, wo sie dort dann Explosion macht. Außer der Sprung, der ist theoretisch tödlich. Für mich. Ich glaube der Überkopfhieb, der ist vollkommen in Ordnung. Ist wirklich bloß der Sprung, der so aussieht, als könnte man sie angreifen. Es dann aber nicht wirklich so ist. Ach komm. Aber ansonsten sollte das eigentlich gehen. Wo liegen meine Seelen? Dort drüben. Die hole ich mir jetzt nicht. Na toll, jetzt hätte ich sie mir holen können. Ach was, das ist halt das Dumme. Wenn sie sich dann mit mir dreht und mich dann auch noch packt. Also von dem her, wie gesagt, ich finde einfach das mit der Hand ein bisschen zu übertrieben. Weil man kann es einfach zu schwer abpassen. Das kann sie auch noch hinter sich hauen. Der Boss ist irgendwie ein bisschen uncool, weil ich sie halt irgendwie überhaupt nicht treffen kann. Weil sie halt immer so komisch läuft. Sie hat immer den Vorteil, weil sie so seitlich läuft. Dadurch steht sie immer in Position, während ich mich nur irgendwie drehen muss. Was gibt das jetzt? Ja, okay. Da kann ich dann aber trotzdem zwei, dreimal draufhauen. Ich meine, sie muss sich dann umdrehen, aber wie gesagt, das macht sie halt so merkwürdig und dann komme ich nicht ran. Das ist halt das größte Problem an der Sache. Ach. Der Bosskampf hat halt auch alles. Man kann nicht unbedingt sagen, dass ich mich jetzt irgendwo verstecken könnte oder sowas. Dass er keinen guten Fernkampf hat oder sowas, sondern sie kann sich halt in allen Richtungen verteidigen. Jetzt sollte aber gleich die zweite Phase beginnen. Ja, das macht aber... Ach nee, ist bloß das, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das macht aber keinen Schaden, aber... Das war's gar nicht. Das war sehr knapp. Nee, es macht keinen Schaden. Okay. Und das war gerade die Blutung. Oh, krass. Oh, au. Oh, au. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Glück gehabt. Aber da war gerade die Blutung. Das war sehr schön. Überkopf macht nichts. Oder danach macht sie nichts. Ah, komm, was... Wieso konnte ich denn da nicht angreifen? Das wäre so toll gewesen. Ah, so ärgerlich. Das war viel zu knapp. Ich glaube wirklich, dass der Boss so ein bisschen darauf basiert, dass man sie schnell umkombot. Mit schönen Trefferfolgen. Kannst du das jetzt mal lassen? Ich habe noch... Ja, aber wie gesagt, so in sie rein ist irgendwie schon ganz gar nicht schlecht. Tränkchen. Und weiter. Weil sie doch dort wenig machen kann. Okay. Na komm. Nein, nein, nein. Ich hätte blocken sollen. Ich wollte ein Tränkchen trinken, aber ich hätte blocken sollen. Ich krieg auf jeden Fall, wenn sie die Schwerter holt, eine Blutung rein. Und von der Blutung kann ich es dann fast schon beenden? Schauen wir mal. Es gibt nicht wirklich viel, was ich da jetzt viel an Taktik machen kann. Es ist einfach bloß, weicht den Sachen aus. Das ist jetzt keine, keine wirklich tiefgründige Sache. Sondern eigentlich relativ platt. Es gefällt mir immer nicht. Ja, wir haben 31 Gluten? Gluten? Keine Ahnung. Wir sind die Mehrzahl von Glut. Na, es ist ja eigentlich die Glut und das wäre ja eigentlich irgendwie auch schon die Mehrzahl, oder? Weil die Glut an sich gesehen kann man ja nicht vervielfältigen. Die Glut ist ja nicht bloß ein einzelnes Ding. Das ist ja das Problem daran. Deswegen, wir haben viel Glut, so muss man sagen. Oder so ist die richtige Aussprache. Und diese viele Glut können wir nutzen, um hier auch mal ein bisschen Lebensvorteil zu haben.
Es gefällt mir zwar nicht eigentlich, das zu machen, aber ich glaube, jetzt müssen wir nicht mehr unbedingt sparen. Ab dem Zeitpunkt. Wir sind beinahe am Ende. Wir haben 31 mal Glut. Das sollte eigentlich erstmal ein bisschen reichen. Nein, ich bin tot. Ah, okay. Durch die Glut haben wir es bekommen, aber das könnte trotzdem ein Ende sein. Nein! Oh Gott, jetzt bin ich tot, nicht wahr? Ach, komm. Super Combo. Von dem dann ins nächste reingerollt. Das ärgert mich jetzt, weil jetzt haben wir einfach eine komplette Glut verschwendet. Aber ich würde es halt gerne benutzen, weil das sind halt solche Sachen, wo man sehr schwer. Also beim Wolfsblut ging das, wo man, oder bei der Legion, wie auch immer. Bei der Legion ging das, wo man aufpassen konnte. Bei Aldridge konnte man aufpassen. Aber bei ihr ist es halt so, man wird halt manchmal getroffen. Zumindest ist es für mich halt so ein Boss. Gut, manche Leute bekommen das bestimmt auch hin, ohne getroffen zu werden. Ich für meinen Teil finde es aber so ein Boss, wo man sehr schwer ausweichen kann. Selbst Sullivan war da einfacher. Weil Sullivan hatte halt irgendwo auch ein gewisses Muster, sag ich mal. Oder es war halt wirklich leicht, in ihn reinzurollen und dort auszuweichen. Das ist bei ihr halt kaum möglich, weil ich roll dann irgendwie immer bloß zu ihrem Gesicht, weil sie halt nicht aufrecht steht. Ich rolle in ihr Gesicht und werde dann trotzdem noch von alles getroffen. Oder von allem. Wie gesagt, ich dachte schon, dass das hier der Dings, der Prinz gewesen wäre. Und dass es damit dann eigentlich schon das gewesen wäre. Das wäre ja auch interessant gewesen. So, ey, du hast deinen letzten Aschefürst besiegt. Bevor du irgendwas anderes tun kannst, hier, besieg den Prinzen. Was ist das jetzt? Ach, da. Ach, echt, das hat mich noch getroffen? Nein, ach, wieso? Ich muss halt auch öfters blocken, weil blocken bringt ja auch viel. Ich komme halt so selten irgendwie dazu. Das ist ganz schlecht, vor ihr zu stehen. Ja, genau deswegen. Jetzt ist die Frage, weg oder hin oder... Ich komme halt nicht weg. Das ist das Problem. Und da sagen wir es anders. Sie ist aufrecht so groß wie ein Riese, aber ich kann nicht durch sie durch. Das ist halt das nächste Problem. Ich kann nicht vor Schlägen wegrollen. Es nervt einfach bloß, weil man einfach nicht sauber wegkommt von Sachen. Grad. Und sie kommt am Himmel hinterher. Wie gesagt, sie ist groß, aber irgendwie trotzdem hat sie nicht die Nachteile von jemandem Großen. Zum Beispiel Jorm hatte halt die typischen Nachteile eines Riesen. Hat sie aber halt gar nicht. Nein. Ah, nee, das zweite Schwert los, verdammt. Na, das wäre meine Chance gewesen. Na, da hat sie sich gedreht. Und ich bin eigentlich tot. Ja. Ich hätte es blocken sollen. Ich hätte es super blocken können. Ich wollte einfach bloß die Blutung rausholen. Damit habe ich aber echt nicht gerechnet, dass sie jetzt schon so in dem Bereich ist. Oh, Mann. Der Boss, er nervt einfach nur. Das ist das Problem. Ich komme nicht sauber in ihn rein und deswegen nervt er einfach. Ich nehme aber nochmal eine Glut, ist mir jetzt egal. Eine Glut nehme ich dann noch und dann, wenn es dann nicht funktioniert, dann versuche ich mal, den Kampf wieder richtig zu machen, sagen wir es so. Jetzt versuche ich mich einfach bloß mit schierer Kraft durchzuhauen. Ich dachte eigentlich auch, dass es funktioniert, als ich gesehen habe, dass man sie zum Bluten bringen kann. An dem Zeitpunkt, aber scheinbar geht es ja nicht so unbedingt. Habe ich meine 7000 Seelen eigentlich eingesammelt? Kann ich jetzt schwer sagen. Ah, doch, habe ich. Ah. Es ist halt egal wann, wie, wo und wann ich stehe, ich werde... Ja, komm. Ich werde halt immer irgendwie blöd erwischt. Wie gesagt, ich glaube, das echt das Nervigste ist das mit der Hand. So, danke. Ich sollte einfach echt mehr blocken. Weil Rollen funktioniert ja einfach nicht. Das ist das Problem. Und ich habe ja ein gutes... ich habe sogar ein gutes Feuerschild. Das ist ja das Nächste. Aber sobald ich da mal roll, werde ich eigentlich immer getroffen. Nein. Das war bloß die Hand. Okay. Und sie kann dann ja nicht so viel, wenn sie von mir abblockt. Nein, nicht schon wieder. Ich sehe es ja, wann sie es macht. Aber ich komme halt nicht weg. Dann prügelt sie auf mich drauf. Ich habe nicht gerollt. Man kommt ja schneller aus sowas raus, wenn man sich schnell wegrollt.
Das hätte ich machen müssen, weil jetzt bin ich eigentlich tot. Glück gehabt. Kann ich hier bitte mal raus? Danke. Okay, bloß die... Wieso die Explosion? Jetzt solltest du eigentlich gleich... Nein! Ich wollte blocken, aber ich hatte noch den Dings drin. Ja, das ist es, verdammt! Oh Gott, ich muss weg. Oder wenigstens... Hä? Oh, der Wirbel am Ende. Schnell wegrollen. Nein. Der Überkopf, aber selbst der macht mir nicht die Hälfte meiner Ausdauer weg. Oh Gott. Es ist aber nur so schwierig, weil ich sehe die Hälfte der Zeit bloß Schleier. Und die andere Zeit sehe ich gar nichts. Das war ein Fehler. Das war ein riesengroßer Fehler. Ja. Wie gesagt, wegrollen bringt hier einfach gar nichts. Weil sie einfach ständig, vor allem in der zweiten Phase, ständig um mich rumfuchtelt. Das ist halt das größte Problem. Ich wollte es, aber ja, es war blöd. Wobei ich sagen muss, das ist gar nicht so schlimm wie das Feuer. Das ging jetzt eigentlich. Es wäre so schön, wenn ich da die Blutung wieder reinbekäme. Aber sie geht scheinbar wieder so schnell runter, was die Blutung angeht. Wie hast du mich denn hinter dich getroffen? Oh, weg. Ich nehme nochmal das Tränkchen, weil ich habe eigentlich genügend. Das war dumm, das Tränkchen dort zu nehmen. Hier, sie macht den Überkopf und ist sofort wieder bereit. Was ist das jetzt? Das? Komme ich da durch? Eigentlich hätte ich es nicht riskieren sollen. Schnell wegrollen und Tränkchen. Danke. Das war so eine Sache, wo man bei Dark Souls sagt, nicht riskieren, auch wenn man weiß, dass der Boss nur noch wenig Leben hat. Weil es kann schief gehen. Genauso. Das war super knapp. Jetzt springt sie? Nö. Ich habe nur noch einen Trank. Mach nochmal irgendwie was. Wenn du jetzt nochmal das Dings holst, die Explosion holst. Das zum Beispiel war riskant. Zu riskant, würde ich sagen. Das ist es, ne? Nein! Na, und die Explosion trifft mich. Oh, wie unnötig. Wie unnötig, das zu vermasseln. Das war super knapp. Weil ich nicht getroffen habe, deswegen am Anfang. Hätte das fast nicht funktioniert. Tänzerin des Nordmentals. 60. Wow, die gab 60.000. Okay, das war irgendwie einfach bloß ein merkwürdiger und komischer Kampf. Keine Ahnung. Es war ein ganz cooler Boss, ja, aber mir hat der Kampf nicht gefallen, weil ich halt... Ich habe am Ende verstanden, ich musste es blocken, weil die Schläge nicht so viel Schaden machen. Aber es war halt wirklich kein angenehmer Kampf, so muss man sagen. So, jetzt können wir hier aber die Schale dann hinstellen. Becken abstellen, ja. Mal sehen, ob mich jetzt wieder was stört. Okay, damit haben wir hier unseren Pfad weiter in Lothric. Was wir jetzt aber noch machen werden, ist zurückgehen. Ich will meine Seelen wieder ausgeben. Und ich will vor allem auch mal die letzte Seele abgeben. Oder die letzte Fürstenasche. Weil ich schätze einfach mal, dass wir das machen müssen, um zum Boss zu kommen. Weil ansonsten hätte das alles doch keinen Sinn gehabt, oder? Keine Ahnung. Schauen wir mal.